Hallo Leute, willkommen zurück zu Blutschanze. 1944, vierter Teil ist das, glaube ich, jetzt. Hier ist jetzt Jump. Oder fuck meine Lunge. Ich habe jetzt, glaube ich, schon eine gute Woche nicht mehr gespielt. Ich will es einfach irgendwie fertig kriegen hier jetzt. Also gehen wir jetzt mal weiter. Wir haben aufgehört beim Schloss. Zuletzt. Schloss irgendwas. Uns hat ja dieser die Priester da geholfen. So, jetzt werden wir uns mal weiter nach vorne begeben. So, da war ich schon. Ich weiß auch nicht mehr, in welche Richtung ich hier muss. Ich hab irgendwo hier ja abgespeichert gehabt. Und ich glaube, von da bin ich gekommen. Genau, den hatten wir doch. Wo kommen die denn jetzt her? Offensichtlich standen hier auch Leichen. So, gucken wir mal hier. Oh Gott. Ich habe so gar keinen Bock eigentlich, dieses Spiel zu spielen. Ich mach's halt nur, weil ich es ja halt schon angefangen habe. Von irgendwo bin ich gekommen. Ich glaube, ich bin über die Brücke. Über die Brücke und dann. Oh Gott, ich muss mich erst an diese Scheiße gewöhnen hier. Deswegen spiele ich das auch nicht so gerne. Ich habe die Mausempfindlichkeit schon ziemlich runtergestellt, ja, aber das zoppelt trotzdem noch her, hin und her hier wie blöde. So, ich latsche einfach vor jetzt. Hier kommt bestimmt gleich einer. Oh, oder was? Ach, verdammt! Zum Angriff! Das stimmt zum Anfordern! Wie schießt der denn? Was schreckt? Aha. Also, ich hab noch ein paar Schuss mit dem Teil hier. Ich steh bestimmt irgendwo noch einer. Nee, aber hier war ich irgendwie schon. Irgendwie war ich hier schon. Kommt mir jedenfalls arg verdächtig vor. Aber hier sieht sowieso alles gleich aus, von daher. Nimmt er den Krempel mal auf hier. Gut, dann nimmt er ihn nicht auf. Das ist mal eine Latte hier. So, ich geh jetzt hier weiter, obwohl ich nicht weiß, ob ich hier schon war oder nicht, weil hier sieht, wie gesagt, alles gleich aus. Bei so einer Tür. Ach nein, das ist einfach nur der Lichtschein falsch platziert. Gut, kann ja mal vorkommen. Bei so einem teuren Spiel. Nur Kleinigkeiten, da wollen wir uns nicht dran aufhalten, ne? So, dann lass ich mal die Treppe hoch hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Ich habe jetzt irgendwo mittendrin aufgehört. Oh! Wie kommst du her? Jetzt habe ich mich erschrocken, gebe ich ehrlich zu. Der erste Schocker in diesem Spiel. Weil das Spiel ist so scheiße. Und wenn man, irgendwann wird man so fahrig und guckt und gar nicht mehr, was man eigentlich richtig macht und will irgendwie nur durch. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie man hier die Waffe wechselt, ehrlich gesagt. Also so schon mal nicht. Das Nachladen, ist egal, wir machen es jetzt einfach so hier. Boah. Okay, jetzt bin ich auch ein bisschen munter wieder. Schon wieder ein Raum, der aussieht wie alle anderen Räume. Hier ist bestimmt irgendwo einer. Alle haben sie denselben Krempel hier stehen. Hier ist ein Schlüssel. Den ich nicht aufnehmen kann. Wieso kann ich diesen Schlüssel nicht aufnehmen? Wahrscheinlich ist er wichtig, aber ich kann ihn nicht aufnehmen. Boah, Alter, hör mal auf jetzt. Wo ist denn die Action-Taste hier? Die ist zum Waffe wechseln. Ist klar. Komm, nimm doch mal auf den Scheiß hier. Gut, lass mir den Schlüssel halt erstmal liegen. Ist auch egal, ich versuche jetzt hier so weiterzukommen. Was ich wahrscheinlich nicht werde. Mein Gott. Gut, kurz um die Kack-Settings hier. Steuerung. Angriff, alternative Angriff, drehen nach links, drehen nach vorwärts, zurück, anheben, herunterlassen, E. Fußtritt, Großaufnahme, Tab. Schritt nach links, kennen wir alles, Mausbewegung, umsehen mit Maus, Taschenlampe, aha. So, wenn ich jetzt hier raufklinge, komme ich aber schon wieder auf dieselbe Scheiße. Warum nimmt er diese Schlüssel nicht auf? Niemand. Wir gucken mal in die anderen Räume hier. Ist auch nicht hier nirgendwo irgendwas. Dann muss ich wohl wieder raus. Oh,
dann. Wage es nicht, dich zu bewegen! Damit habe ich gerechnet. Mehr oder weniger. So, da ist auch noch eine Tür. Lass mal hier rein. Steht hier nur einer dumm rum. Was ist das denn? Wie kann man die so platzieren? Was ist das für ein Bullcrap hier, echt? Oh Mann, ey. So, hier ist jetzt Feierabend. Hier geht's nicht weiter. Aber wie krieg ich diesen bekackten Schlüssel aufgehoben? Jetzt mal im Ernst. Was ist mit dem Radio los? Weil man sieht's ja nicht mehr unterm Tisch, oder? Was soll denn das hier ducken? Doch, fängt so halb durch. Alles klar, hier ist noch eine Tür. Ich glaube, hier kann ich auch. Ja. Oh. Hände hoch! Wieso schreit der so? Hat er sich selbst getroffen, oder? Sieh den gar nicht. Vorsicht! Er schießt gut! Und diese komischen Pseudonazis. Da hinten ist auch noch eine Tür. Halt! Da ist er. Hier waren wir auch schon drin, das waren diese Kackräume, wo überhaupt nichts zu sehen war. Die Tür zu. Hier bin ich hochgekommen, hier ist auch noch eine Tür. Komm, Schocker! Schocker! Das ist er! Für die, die sich jetzt hier erst einklinken, ich habe einen Cheat an, einfach nur, weil mir das Spiel zu hohl ist und mir das sonst zu viel Zeit kostet. Eigentlich will ich ja durchrennen hier. Ich weiß auch nicht, normalerweise cheat ich nicht, deswegen seht ihr auch, dass ich mich hier so ein bisschen zu, vorsichtig bewege. Aber manchmal kommen einfach Gegner von hinten, wo man schon dreimal vorbeigelaufen ist, sind sie einfach plötzlich da. Und schießen ein. Was für ein Scheiß, kann man nicht mehr kaputt machen. Wie fällt denn das runter? Was haben die für ein Modell benutzt hier? Und ja, wie gesagt, wird halt manchmal einfach mit einem Schuss niedergestreckt, was total bescheuert ist, weil die halten ja auch 20 Schüsse aus. Hier kann man auch durchgehen. Hier gehen wir auch mal rein. Zellenräume, muss man den frei? Dafür war wohl der Schlüssel gedacht. Klaus, alter Geist, du lebst! Oh. Wie ist das möglich? Ich habe gehört, du wurdest verhaftet und erschossen. Also war das alles nur Lüge, Propaganda. Ach, und auf welche Weise bist du hierher gelangt? Oh, der Osten ist verschanzt und gut bewacht. Weißt du, dass du mein Leben rettest, Klaus? Nach dem Attentat glaubte der Führer, dass die Vorhersehung ihn vor dem sicheren Tode bewahrt hat. Er wurde noch unberechenbarer und rückt... Oh! Scheiße! Also, tötet... Okay, jetzt wissen wir, wo die Gegner sind. Hier kommen gleich welche. Buggis! Ey, so ein Scheiß! Hätte ich das gewusst! Ich ganz kack nochmal hier langlatschen, ey. So, hier kommt ja gleich einer, ne? So, wir gehen jetzt mal zuerst hier in hier rein. Greif den an! Was zum Teufel! Alter. Das sind harte Typen, ja, da sind die Deutschen. Ich werde mal ein ganzes halbes MG-Magazin aus, ne? Schon im Brustraum. Klaus, ja, alter Geist, du lebst! Wie ist das möglich? Ich habe gehört, du wurdest verhaftet und erschossen. Ist hier noch irgendwas? Ne. Also war das alles nur Lüge, Propaganda. So wie der redet, da will ich einfach nochmal schießen. Welche Weise bist du hierher gelangt? Ist doch egal. Der Osten ist verschanzt und gut bewacht. Du mich auch. Weißt du, dass du mein Leben rettest, Klaus? Das ist er. Nach dem Attentat glaubte der Führer, dass die Vorhersehung ihn vor dem sicheren Tode bewahrt hat. Er wurde noch unberechenbarer und rücksichtsloser. Auf eine schreckliche Art und Weise verfuhr er mit allen, die er verdächtigte. Hunderte Personen wurden verhaftet, ein Teil von ihnen sofort erschossen. Gerade hing das so, ich hab das manchmal im WoW, wo der Charakter sich einfach ewig um sich selbst dreht. Bestimmt, weil sie dich suchen. Wir müssen von hier verschwinden. Ich weiß, wer uns hilft.
Geh schon, Klaus, ich muss noch etwas erledigen. Ein gewisses Andenken suchen, das man mir während der Verhaftung weggenommen hat. Wir treffen uns vor der Kaserne. Also irgendwie kommt er vor der Kaserne. Scheiß bei mir nochmal zu merken. Wir kommen gleich wieder 20 Nazis irgendwo. Halt! Gleich! Wohin gehst du? So, jetzt rennen wir einfach durch den Raum schnell durch. Um die Ecke war ja auch noch gleich einer. Irgendwo hängen wir uns auch gleich einer im Gesicht hier oder so. Dieser Schlüssel. Jetzt konnte ich ihn aufnehmen. Ist ja auch irgendwie komisch, oder? So, okay, gehen wir hier wieder raus. Mit den Nazis. Stehen bleiben! Ja, fertig. Ist ein Ding aufgenommen? Ne. So, hier war ja gleich um die Ecke einer, ne? Oder zwei. War doch hier. Alle her zu mir! Was ist der? Ich habe ihn gesehen! Ah, komm, steh mal. Ah, ja. So, hier war aber nichts weiter, da sind wir nicht weitergekommen hier. Dann ist kurz was los. So, jetzt ist hier unten irgendwo einer. Oder war das der, der oben war? Also ich weiß gar nicht, wie komme ich zu dieser blöden Kaserne? Oh, ich blute! Er ist weg! Hier einfach runter oder was? Ja, das machen wir mal so. So. Geht's jetzt hier weiter irgendwie oder? Ja, was? Nee, hier war dieser bescheuerte Effekt. Ja, komm, zeig mal was hier. Kommen wir gleich Nazis? Wir sind wieder am Anfang. Scheiße, geht's hier nicht weiter oder was? Wo bin ich denn hier vorhin reingekommen? Nicht vorhin, letztens. Ach, hier irgendwie durchs Wasser, oder? Warte so. Gehe ich auch dementsprechend wieder zurück. Kann man die abknallen, die Fische? Jetzt schwimmen die weg, oh, wie süß. So, hier liegen immer noch die gleichen. Also das waren die mit der Granate, genau. Da habe ich eine Granate, irgendwie 5 Granaten auf die geschmissen. Ja, war nicht verreckt. Wir gehen zurück. So, doch hier auf Holzplanken im Wasser. Oh Mann, das ist nur Rotzspiel. Irgendwie bin ich hier nicht weiter. Hier irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Da hier keine Karte vorhanden ist, weil die auch nicht wie die scheiß Kaserne ist. Wir sind zuerst durchgekommen, muss ich jetzt hier wieder rein oder was? Kann doch nicht sein, ey. Kann ich schon wieder von hier anfangen. Ne, aber hier ist jetzt Feierabend, offensichtlich. Gott, Alter, wie ich das hasse. Naja, was soll ich sagen? Wie gesagt, ich verlose das Spiel, ne? Könnt's haben, musst du nur Porto zahlen. Kostet so 1,40 oder 1,50. Und dann schicke ich euch das. Ja, wenn ihr mich privat anschreibt. So, ich mache mal erstmal eine kurze Pause hier. Versuche jetzt noch so ein bisschen weiterzukommen. Und wenn ich irgendwie am Punkt bin, wo ich noch nicht war, dann zeichne ich weiter auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao.